Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Minecraft Dungeons. Ja, Moritz, wieso spielen wir denn jetzt wieder Minecraft Dungeons und wer sind die ganzen Leute hier? Ich weiß es selber nicht, Leute. Denn es gibt jetzt eine tägliche Prüfung. Was ist das denn? Okay. Oh, es gibt jetzt auch hier unter anderem neue Sachen. Das tägliche Prüfung da oben auch. Das ist natürlich sehr interessant, aber wir spielen eigentlich heute nur wegen dem hier. Denn das nächste DLC ist endlich da und das sind die Frostlande. Und da machen wir heute den gefrorenen Fjord. Aber erstmal möchte ich ganz gern wissen, was diese Ausrufezeichen da sind. Oh, hey, wer bist du? Dieser Händler verkauft gewöhnliche und seltene Gegenstände zu angemessenen Preisen. Ach, da kann man jetzt selbst die Sachen kaufen, oder was? Rette gefangene Dorfbewohner während Mission. Oh, lel. Das ist natürlich cool. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel meiner macht. Wie viel Schaden macht denn meiner? Meiner macht 743. Oh. Das ist natürlich der hier echt viel besser, ne? Warte, habe ich den jetzt gekauft? Nee, hörte sich nur so an. Okay, der Schmied, was hast du? Slots aufwärmen. Gibt sofort alle ausgegebenen Verzauberungspunkte zurück. Zum Aufwerten eines Gegenstands müssen 3 Missionen abgeschlossen werden. Gegenstandskraft wird auf Basis deiner empfohlenen Schwierigkeit bestimmt. Slots aufwerten. Was heißt das? Wenn ich jetzt dich dahin tue, dann dich und dann was tun wir dahin? Haben wir noch sowas? Nee, haben wir nicht. Dann tue ich da dich dazu. Und dann? Ah, okay. Wir müssen jetzt erstmal 3 Missionen. Ich bin gespannt, wenn wir die 3 dann haben irgendwann. So. Verschenke Gegenstände an andere Spieler in deinem Lager. Ah, nee, okay. Ich spiele ja hier eh kaum mit Freunden. Was haben wir hier? Luxushändler. Eine, okay. Mächtige Kreaturen besiegt. Zum Freischalten. Okay, auch interessant. Ein Geheimhändler. Sind das die Gewehr, die zufällig ein Artefakt, eine Rüstung, eine Fernkampf- oder eine Nahkampfwaffe? Sollen wir das machen? Komm, machen wir mal. Ein Kraftbogen. Okay, cool. Und hier gewährt dir eine zufällige Rüstung. Ist auch gut. 92 hört sich, glaube ich, ganz gut an. Boah, und wie? 1A, oh mein Gott, ey. Wir sind ja OP. Oh, guck mal, da können wir direkt hier schon mal hier verzaubern. Entdecker, für jeden 100. erkundeten Block auf der Karte erhältst du etwas Gesundheit zurück. Erhöht die Anzahl der maximalen tragbaren Seelen um 1 oder was? Nee, 33%. Das ist natürlich cool. Das ist cool. Das nehmen wir mal mit. Blitze, ja, Feigheit. Einfrieren ist auch cool. Finales Brüllen. Wir nehmen Feigheit mit. Und dann noch finales Brüllen. Cool. Also, ne? Du bist echt cool. Gibt es sonst hier noch was Neues? Ich kann es mir eigentlich fast schon vorstellen. Hier gibt es echt viele neue Leute. Aber vielleicht gibt es ja auch nichts mehr. Gut, dann kommen wir jetzt erstmal zum Dungeon. Da werden wir jetzt reingehen. Ich weiß noch nicht, ob ich hier eine neue Waffe kaufen möchte, weil eigentlich... Weil hier, ne? Ulala. Also für 130 Kampfschaden, das ist schon... Wow. Die macht einfach 30% mehr Schaden als die, als meine. Alte. Oh, ich weiß noch nicht. Entscheide ich gleich nach der Mission, okay? Ich würde sagen, wir versuchen jetzt erstmal den gefrorenen Fjord hier zu machen. So. Mal gucken. Oh, sieht das cool aus, Leute. Es sieht echt cool aus. Wow. Eigentlich hatte ich den, dachte ich, dass dieses DLC am 1. Oktober rauskommt, weil es am 1. Dezember, September nicht da war. Aber anscheinend ist es jetzt doch schon draußen. Cool. Finde ich echt cool. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich mag das Spiel sehr. Ja. Genau. Dafür kommt heute dann keine Mangas. Das kommt dann morgen wieder. Okay? Super.
Oder? Ja, doch, doch, ich muss auch Harry Potter. Harry Potter kommt heute auch noch. Als die Kugel der Dominanz zerbrach, zerfiel sie in mächtige Splitter, die sich über die, gesamte Oberwelt verteilten. Ein Splitter fiel auf dieses glücklose Land. Und nun versinkt dieser einst fruchtbare Ort in einem ewigen Winter. Solange der Splitter existiert, wird auch die Kälte bestehen bleiben und alles Leben unter Schnee und Schatten ersticken. Ich muss ja sagen, ich liebe den Winter. Deswegen ist das hier für mich überhaupt keine Qual, dieses Level hier zu spielen. Ich liebe Winter. Oh, Winter ist doch das Schönste auf der Welt, oder nicht? Man kann Schneemänner bauen. Ich würde ganz gerne die Karte einmal sehen, okay. Schneemänner bauen, Iglus bauen, habe ich alles sehr, sehr gerne gemacht. Winter ist einfach mein Monat, Leute. Beziehungsweise meine Jahreszeit. Monat ist es ja nicht wirklich. Okay, also noch ist es hier relativ ruhig tatsächlich. Da kann ich nichts machen. Ich suche natürlich auch nach Geheimnissen. Und ich möchte gerne hier alles erkundet haben. Wie viele versteckte Truhen? Null. Aber 8 Truhen gibt es allgemein. Okay. Die werden wir hoffentlich finden. Oh, hier ist ein schönes... Oh, hier würde ich gern wohnen. Aber nur mit Internet, Leute. Dann würde ich hier sofort hier hinziehen. Auf jeden Fall. Oh, ist das groß hier. Dass auch jede Hütte auf ist. Das ist cool. Meine ich bei den anderen Maps nicht. Also das DLC ist echt gut. Ah, mit A sammelt man ein, okay. So. Es ruckelt jetzt nicht so doll, aber man merkt es ein bisschen. Man merkt es einfach ein bisschen. Was war das denn? War das so eine Fleischkeule? Cool. Alter Schwede, ey. Oh, da oben ist was. Da muss ich natürlich hin. Ist da auch was? Nee, da scheint nicht zu sein. Boah, Wäschelein. Okay. Das hier, also wirklich, Leute. Oh, ich freue mich auf dieses Winterlevel. Oh, ich liebe Winter, Leute. Ich weiß zwar nicht mehr ganz genau, wie man hier angreift und sowas. Aber ich glaube, ich mache das noch. Achso, da darf ich nicht rein. Okay, wusste ich nicht. Aber man testet ja gerne. So, hallo, Eisbär. Sorry, Eisbär, aber du bist leider weg. So geht's schießen. Ich hab's rausgefunden, wie man wieder schießt. Ach, das sind diese neuen Dinger, ne? Diese Seelendinger. Seelenbrecher, heißen die so? Ich meine schon. Was ist das denn da für ein Kaninchen? Hä? Peng, 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 peng. So, mach mal hier peng. Danke. Boah, ich will immer mit Y, schlagen. Weil, Sachen aufheben. Weil so geht es auch in... Gott, wie heißt das Spiel nochmal? Spellbreak, weil das spiele ich aktuell sehr gerne. Ich hatte eigentlich auch einen Part dazu aufgenommen. Da wurde ich Erster, aber da war das Mikro komplett kacke eingestellt. Deswegen habe ich es nicht nochmal aufgenommen. Ich fühle mich aber immer noch langsam. Also ich glaube, irgendwas ist hier noch nicht ganz so cool. Oh, ne, geh mal weg. Nee. Ja, ihr lasst mich auch in Ruhe, hallo. Was soll das denn? Wir haben auch Blitz, okay. Boah, wie viel sind hier denn? Oh Gott, ich bin eingesperrt. Ah, geht noch. Geht noch. Geht noch klar. Peng. Einfach mal wegsprengen. Hallo, Häschen. Häschen, Häschen, Häschen. Ich habe außerdem Cobra Kai jetzt angeschaut. Die ersten zwei Staffeln und ich muss echt sagen, ich war von der ersten Staffel sehr beeindruckt, weil mir das sehr, sehr gefiel. Außer dass dann die, ja, ne? Also die zwei Hauptcharaktere, um denen es da hauptsächlich geht, sich gestritten haben. Na, da fand ich es dann eher nicht mehr so ganz cool. Weil ich mochte die beiden sehr, sehr gerne, wenn die zusammen gespielt haben. Oh, sie können jetzt runterspringen. Das ist auch neu. Das ist auch neu. Die haben hier vieles neu gemacht, ne? Also wirklich. Gefällt mir sehr. Haben sie echt gut gemacht. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hin. Ja, die haben sich geschritten und
Ja, und danach gab es irgendwie kaum noch 10 mit den beiden miteinander. Dann habe ich Staffel 2 auch gesehen. Und Staffel 2 hat mich echt überrascht, tatsächlich. Also, ist wirklich eine sehr, sehr gute Serie. Es handelt sich um Karate. Ja. Genau, um Karate. Mehr möchte ich dazu eigentlich auch nicht sagen, weil man soll es einfach selbst sehen. Und am Ende habe ich sogar geweint bei Staffel 2. So traurig fand ich es, ey. Und heftig. Ich war wirklich 10 Minuten mal sprachlos. Ich wusste nicht, was jetzt mit mir ist. Ich wusste es einfach nicht, ey. Es war schon ein bisschen heftig. Dann habe ich mich kurz gefragt, ist das FSK 12 oder 16? Weil das so einfach so emotional heftig war für mich persönlich. Es war echt, oh. Ich hätte am liebsten weggeguckt, aber ich dachte mir so, komm, ist ein Kinderding. Da brauche ich nicht wegzugucken. Aber das war echt, oh, Hilfe, Hilfe, Leute. Hilfe. Ja, genau. Das habe ich gemacht. Dann kam heute ein neuer Trailer zum neuen Zelda-Spiel. Das spielt 100 Jahre vor The Breath of the Wild. Wild. Von Zelda, genau. Sah cool aus. Ist dieses Hyrule Warriors. Was ist das denn? Achso, oh Gott, ich dachte, der Eisbär, der explodiert. Gibt es neue Items? Ich weiß es nicht. Ich habe nämlich noch keine. Oh, Levelausstieg, nice. Sehr schön. Genau. Ich glaube sogar mit Story. Also, es sah echt gut aus. Und ich kann auch verstehen, wieso man den Weg gegangen ist und sagt, wir machen das Spiel so. Denn vor Breath of the Wild gab es halt viele Schlachten zwischen dem Königreich und Ganon und so. Und in Hyrule Warriors kann man perfekt solche Kämpfe machen. Die Entwickler haben dann dazu auch gesagt, dass einer gegen 1000 da kämpft. Oh Gott, was ist das denn hier? Was bist du denn hier für Magier? Aua, 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 aua. Da ist er. Da war er zumindest, glaube ich, oder? Nee? Okay. Geht mal bitte weg hier. Oh, 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 oh. Oh Gott, ich hab ihn. Sehr schön. Oh, cooler Magier. So ein Schattendoppelgänger. Nice. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Oh, und das süßes Gebäude. Oh, Verteidigungsstärke und Frosteffekt. Geil. Oh, neue Tränke gibt's auch. Oh, das ist ja cool. Das ist echt cool. Passiert jetzt hier? Überlebe den Hinterhalt. Okay. Müsste ich eigentlich schaffen. Boah, Alter, hier glitscht man ja richtig hin und her. Biung. Aber das ist eigentlich noch kein Thema für uns, glaube ich. Noch geht's ja alles. Oh, Erfolg freigeschaltet. Super. Ich meine, auf der Switch werden die Erfolge eh nirgendwo angezeigt, deswegen. Was hat denn jetzt? Oh Gott. Gott, ich bin gestunt. Ich wurde gestunt, Leute. Ich fasse es nicht. Was ist mit dem Spiel hier passiert? Ist ja mega, das coole Update. Komm, komm, komm. Oh, schade. So, wir essen das mal. Und weg mit euch. Alter, schon wieder? So, diesmal war ich aber weit genug weg. So, du gehst weg. Dankeschön. War's das? Super. Wie keine Kiste. Was ist das denn? Mann, umsonst hier herumgehampelt. Ich fasse es nicht. Okay, gehen wir erstmal hierher. Hier ist aber nichts. Okay. Schießen wir den da mal weg. Dich auch. Perfekt. Hase. Okay, dich konnte ich nicht anschießen. Tut mir leid. Hallo. So, du weg. Wecki, wecki. Genau. Am Anfang wollte ich gar nicht Cobra Kai schauen. Ich wusste zwar, dass es die Serie gibt, aber mich hat es nicht so angesprochen. Aber ich bin echt glücklich, dass ich es dann doch geschaut habe, wirklich.
Ich bin echt happy, dass ich das gemacht habe. Oh Gott. Und ja, ich kann die Serie euch wärmstens empfehlen. Uhuhuhu. Und ich habe schon in diesem Jahr 117 oder 18 Staffeln gesehen. Das ist schon cool. Oh, ich liebe... Momentan, ja, liebe ich mein Leben, weiß ich gar nicht, aber... Es gibt Schlimmeres, Leute. Es gibt echt Schlimmeres. Warte mal, da ging's nach links. Ne, ging's nicht. Okay. Ich glaube, ich habe das Spiel noch nicht ganz so raus, oder? Also, ich fühle mich irgendwie... Ich werde zu oft getroffen. Das ist mir, glaube ich, früher nicht so oft passiert. Da haben wir einen Schalter oder so. Kommt man denn da hoch? Hier? Es glänzt halt so. Weißt du? Es glänzt so seltsam. Warte. So. Upp. Ne, so nicht. Ist das ein Geheimnis? Ich weiß es nicht. Ich möchte es ganz gern wissen. Oh jo. Ich bin jetzt drauf. Auf der Säge. Aber es scheint kein Geheimnis zu sein. Okay. Ich dachte, da passiert vielleicht irgendwas. Es sah danach aus. So, weg mit dir. Nee, will ich nicht essen, will ich nicht essen. Okay, gehen wir erstmal hier in die Sackgasse. Ich habe noch keine Kiste. Das beunruhigt mich ein wenig. Geht's da unten eigentlich weiter? Nee, das ist nur Deko. Okay, sehr schön. Sehr schön. Weg, weg mit dir. Du auch weg. Ja, sorry, Eisbär, ich wollte dich nicht... Dingsen. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Okay, okay. Dann können wir weitergehen. Oh, ich liebe Schnee. Oh, ich habe auch im Minecraft, im normalen Minecraft, habe ich es geliebt, im Schnee zu bauen. Okay, ein Rätsel. Was haben wir hier? Kein Dungeon. Und was haben wir hier? Eine Falle? Nee. Aber Creepies. Cool. Okay. Oh Gott. Ihr macht ja guten Schaden, aber... Naja. Ich bin gerade OP unterwegs, weil ich gerne erstmal das Level hier erkunden will, bevor ich das auf Hard spiele. Und, da kommen einfach schon Dinger. Ah, ach so, weil ich die zwei gleichzeitig geöffnet habe. Okay. Wow. Toll. Das ist ja fast gar nichts. Cool. Cooles Spiel, sage ich dir. Ist hier vielleicht noch eine versteckte Kiste für mich? Nein. Schade, schade. Schade mit E. Und dann gehen wir hier rein. Aha. Eine Eishöhle. Oh, auch cool. Was ist das? Eine Lampe einfach nur? Achso, das ist Sonne. Ich war kurz verwirrt, wieso es hier so leuchtet. Oh, Spinnies? Oh, dass die hier überhaupt leben in der Kälte. Das wundert mich aber sehr. Lass mich mal in Ruhe hier. Ich weiß, ich bin schon langsam genug, ja? Da braucht ihr mich hier nicht noch hier zu belehren. Weg mit euch. Hier. Oh Gott. Ich wollte gar nicht Explosionen machen. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Okay. Cool. Heute kam außerdem auch das neue Dead by Daylight Update. Da habe ich mich sehr darauf gefreut. Das ist ein Grafik-Update und man muss sagen, es sieht schon um einiges besser tatsächlich aus. Auch wenn ich kurz Angst hatte, dass ich das Spiel gar nicht mehr spielen kann, weil mein Laptop ist halt schon so alt, dass... Weiß nicht, ne? Ich könnte es verstehen, wenn mein Laptop sagt, nee, leider. Leider leckt es jetzt nur noch. Aber da habe ich Glück gehabt. Habe ich echt Glück gehabt. Es geht noch alles, Leute. Ich kann weiterhin Dead by Daylight spielen. Och, super. Düt. So, da ist noch jemand. Ich habe außerdem heute ein Reels gemacht, ja, aber ich kann es irgendwie nicht hochladen. Das steht die ganze Zeit fehlgeschlagen. Und ich weiß nicht wieso. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, Leute. Ich habe ja die Winkelgasse aufgebaut. Und dazu habe ich ein Reels gemacht, wirklich, ja. Und da finde ich es tatsächlich noch ein bisschen schade, dass ich es momentan nicht hochladen kann. Und ich weiß nicht warum. Ist
mein Internet zu schlecht oder was ist das? Ich weiß es einfach nicht. Oh, ein Steg, cool. Steg heißt da meistens, da ist eine Kiste drauf, oder? Nee, schade. Ah, hier haben wir aber noch einen Steg. Gehen wir auch mal drüber. Nee, da passiert leider nichts. Schade. Und hier komme ich doch drauf. Perfekt. Hier mal gucken. Was haben wir hier? Aha. Ja, um euch da unten kümmere ich mich gleich, ja, wenn ich zurückgehe. Hier haben wir da noch was. Als ob hier auch nichts ist. Schade. Ist echt schade. Man kann hier in dem Spiel so viele Verstecke einbauen. Aber sie machen es nicht. Sie machen es nicht. Sie haben nicht daraus gelernt. Schade eigentlich. Echt schade. Ich dachte, die würden jetzt hier ein paar mehr Verstecke machen. Als im Feuerdings, die Bums. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich reg mich noch nicht drüber auf, weil wir haben schließlich neue Items. Und sonstiges Zeugs hier. Achso, wir müssen eh noch nach da oben gucken. Oh, wie will ich euch Eisbären eigentlich töten? Eigentlich ist das schade. Ne, ich will euch nicht töten. Nee, ich lasse euch am Leben, ja? Denn Eisbären, ihr sterbt eh sowieso im Real Life irgendwann. Was echt schade ist. Denn Eisbären sind tolle Tiere. Ja, ist echt schade. Klimawandel und so. Aber die Menschen verstehen es ja nicht. Die sagen ja, Klimawandel gibt es nicht, gibt es nicht. Nicht alle, aber viele sagen das. Finde ich traurig. Ich finde es traurig. Ich habe jetzt auch letztens meiner Mutter gesagt, ich finde es nicht so gut, dass ihr Mann die ganze Zeit grillt, beziehungsweise immer Feuer anmacht, über Nacht und sowas. Habe ich ihr gesagt. Und sie so, ja, der macht es ja nicht immer. Ja, aber ich sehe ihn fast immer, dass er das macht, wenn ich da bin. Und das finde ich nicht so cool. Einfach mal einen Gang runterschalten, sage ich dazu. Schmeißt der Typ da mit Schneebällen oder was? Alles klar, ey. wir müssen noch nach hier rechts gucken, ne? Ja. Oh Gott, was bist du denn hier? Ein leuchtender Creeper oder ein frierender Creeper. Heißt das, ihr könnt nicht explodieren? Das wäre natürlich auch cool. Ja, aber ich glaube, ihr könnt alle explodieren. Ja. So, was haben wir hier? Oh, Unsichtbarkeitstrank. In der Höhle gefriert das Wasser natürlich nicht, ne? Wer kennt's? Wer kennt so eine Höhle denn nicht? Wir sind natürlich auch näher am Erdkern wahrscheinlich. rechts oder links? Gehen wir mal nach rechts. Rechts sieht optional aus. Obwohl, warte, warte. Das Ding ist rechts. Ich gehe hierher. Ich glaube, wir müssen hier nicht hin. Und Zaubertyp. Aber noch haben wir die alle hier ganz gut unterm Griff. Oh Gott. Weg mit euch. Ah, hier ist es wieder gefroren. Okay, ich verstehe. I understand it. Ja, hier ist eine Falle. Okay, cool. Ja, erstmal mache ich euch weg, bevor ich mir den Wasserfall da gleich anschaue. Zeig mal her. Achso, da sind einfach nur Spinnies. Alles klar. So, weg mit euch. Irgendeinen Bogen aufgesammelt. Essen. Hm, lecker, lecker. Oh, da geht's auch raus, wahrscheinlich. Nee, da geht's nicht raus. Cool. Hier ist also, glaube ich, der versteckte Dungeon. Ist natürlich mega gut, dass wir den direkt gefunden haben. Falls es überhaupt einen gibt, ich bin mir da nicht sicher. Aber hier scheint sonst keine Kiste zu sein, tatsächlich. Gut, gehen wir mal reingucken. So, wo sind wir hier? Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie Dingsybums geht. Die Karte. Ah, da war sie ja. Okay. Hier oben kommt man auch her. Sehr interessant. Ich bin noch nicht so sicher, was das jetzt hier ist. Sieht eher aus wie... Ach, das ist eine Falle. Okay.
Eine Falle. So, weg mit euch. Du kommst auch direkt weg. Ja. Mein Gott, ey. Leute. Lasst mich doch hier. Lasst mich einfach nur. So, du gehst auch weg. Danke. Und weg mit dir. So, war's das? Nee, okay. War noch nicht. War noch nicht alles. Weg. Oh, Gott. Anstrengend hier. Anstrengend. Aua. Aber Creeper machen hier keinen Schaden. Habe ich festgestellt. So, weg mit euch. Was ist das? Super. Wo ist die Kiste? Wie? Als ob es jetzt hierfür wieder keine Kiste gibt. Oh, dieses Spiel, Leute. Dieses Spiel. Wieso gibt es denn jetzt hier keine Kiste dafür? Habe ich das jetzt umsonst gemacht? Wow. Das ist echt ein nettes Spiel, wirklich. Ich weiß nicht, wie nett das sein soll, ganz ehrlich. Und wohin geht's denn jetzt hierher? Alter, wie groß ist das Level hier? Alter Schwede, ey. Ja, lass mich. Ja, Creeper, aua. Und wieso kann ich da gleich doch herumschwimmen oder was? Aktivieren. Ach, macht er das Wasser weg oder was ist da los? Ach! Ah, ein Staudamm ist das. Ah, das war ein Staudamm. Cool. Mega cool. Oh, da sind noch Kisten. Zwei Stück. Ach, da oben. Cool. Oh, da haben wir neue Kleidung bekommen. Schuppenrüstung. Nee, ist die neu? Nee, ich glaube nicht. Oh, eine Falle. Ach, unten sind sie. Okay. Unten sind sie. Aua, ich bin verwirrt. Hier, ich schmeiß trotzdem das TNT. So. Peng. Und da bekomme ich schon neues TNT. Und du verzauberst mich jetzt hier nicht, ja? Denn das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Hallo. Zauber bitte weglassen, danke. Okay, du kannst doch zaubern, weil ich gerade nicht in der Nähe bin. War's das? Ja. Wieder keine Kiste, okay. Es ist interessant zu wissen. Ach, da geht's gar nicht her. Okay. Geh aus meinem Auge, du Creepy. Du Creep. Oh, schon wieder einer. Ey, ich raste hier leider aus hier mit diesen Dingern hier. Ja, ist ja gut hier. Mann. Brech aus dem Eis aus, ey. So, hier geht's jetzt auch noch her. Geh mal hier rein. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Alter, was ist das hier? Was ist das hier für ein Labyrinth? Oh Gott, da mache ich erstmal hier TNT. Super, ist weg alles. Perfekt. Perfekt. Oh. Hier haben wir eine Druckplatte. Drücken. Ah, wir haben die Mauer. Oh, das hier ist viel, viel mehr Rätsel. Als früher. Okay. Über. Ah. Kacke. Drücken. Oh, das Wasser ist jetzt hier weg, okay. Aber ich würde da gerne hochkommen. Warte, wir probieren es von dem Berg hier aus. Ah, kriegt man das nicht hin? Okay, schade. Ich finde hier noch eine Lösung. So, überlegen. Warte, ich kann nur hier runter, oder? Ja, hahaha. Ausgetrickst. Nice. Sehr schön. So, dann bringen wir uns mal hier wieder weg. Geil. Oh, das ist ja cool. Das ist echt cool gemacht. Okay, gehen wir erstmal ins Schiff rein. Nehmen. Mission freigeschaltet. Verschollene Siedlung. Geil. Nice. Wir haben den geheimen Dungeon gefunden. Das ist echt cool. Alter, wie cool ist das Level hier bitte? Das ist wahrscheinlich das coolste Level von allen.
gefühlt. Oh, wo bin ich hier? Ah, jetzt bin ich hier oben. Ah, cool. Und jetzt kann ich zurückgehen, wenn ich möchte. Sehr schön. War da links noch was? Da sind nämlich noch ein paar Vasen, die hole ich mir noch. Oh, cooler Dungeon, wirklich. Oh, nice. Oh, der gefällt mir wirklich sehr. Auch wenn diese Eismagier einem langsam auf die Nerven gehen, tatsächlich. Ach, da unten sind die. Komm ich da jetzt da runter? Wo geht's denn da runter? Ah, hier. Hier geht's nach unten. Zack, 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 zack. Money, money, money. Ja. Cool. Wirklich, also. Wow. Mir fehlen echt die Wörter zu dem Level-Design. Ja, Papagei, komm mit. Komm miti. Komm mit. Ich weiß, das ist, glaube ich, überhaupt nicht dein Wetter, aber da kann ich auch nichts machen. So, jetzt gehen wir erstmal nach oben wieder. Beziehungsweise nach rechts gleich. Gucken. Aufpassen, dass wir nicht vorbeilaufen. Aber uns hilft ja der Pfeil zum Glück. So. Sind wir wieder auf dem richtigen Weg, glaube ich. Auf dem Weg zum Ausgang. Weg mit dir. Hier haben wir wieder ein paar Emeralds. Nice. Ich beschwere mich nicht. Und diese Dinger hier, ja, die nerven manchmal. Manchmal. Bin ich gerne klein, aber auch fein. Okay, dann springen wir erstmal hier rüber. Ich weiß noch nicht, ja, ob ich hier was übersehen habe in den Dungeon. Aber hier geht's echt weit rein. Ah, da ist der Ausgang wahrscheinlich. Ja, da ist der Ausgang. Müssen wir natürlich erstmal hier hinten noch gucken. Wie weit geht's da noch? Ah, nicht ganz so weit. Aber da ist was. Das wäre eine Vorrichtung. Für die Kiste wahrscheinlich. Sehr cool. Hallo? Wow. Wow, ein Prank. Ein Prank einfach. Wow. Ich hole mir die Kiste, Leute. Ihr könnt mich. Ihr könnt mich alle. Da. Ha, ich habe die Kiste geholt. Dankeschön für den Kurzbogen. Ist aber nichts Seltenes gewesen. Schade. So, die euch besiegen wir auch noch eben. Ein Schneebogen. Oh, den rüste ich mal aus. Friert bei Aufprall. Okay. Gucken wir uns an. Gucken wir uns gleich mal an. Im Kampf. Ich weiß, der ist jetzt nicht so stark. Aber dann haben wir zumindest einmal gesehen. So, wir gehen mal raus. Oh Gott, ich werde hier direkt hier angegriffen. Ah, guck mal. Der gefriert also echt. Sehr schön. Gefällt mir. Ja, guck mal. Macht auch guten Schaden tatsächlich. Macht jetzt nicht One-Hit, aber das macht nichts. Und wieso willst du eigentlich, dass ich hier hingehe? Wir können erstmal hier hingehen. Dass wir feststellen, da ist nichts. Da ist eine Sackgasse. Und das bringt uns einfach nichts. So, Vorräte sind immer toll. Vor allem Pfeile. Sehr wichtig für das komplette Spiel. Da schießen auch schon welche auf mich. Was soll das denn? Verstehe ich ja nicht, was ich denen angetan habe. Ja, ja, ja. Greif mich hier ruhig an. Ganz ehrlich. Ja, ja, du auch hier. Du Fischi. Du Fischi. Ich weiß natürlich, dass du kein Fisch bist. Ne? Also, no hate. No hate, please. In the comments. Hier ist auch nichts. Okay. Das hier scheint eine verlassene Siedlung zu sein. Sieht nämlich danach stark aus. Ne, hallo. Lasst mich mal hier in Ruhe, ja? Boah, dieses langsam gehen, ne? Das nervt mich noch ein wenig tatsächlich an dem an dem Dungeon. Vielleicht liegt es wegen dem Frieren, dass man einfach nicht so schnell sich bewegen kann, wenn es kalt ist. Aber mal gucken, mal gucken. Ich würde jetzt am liebsten erstmal hierher gehen. Wir haben wieder irgendwas wie eine Vorrichtung. Ist aber eher drüben. Okay. So, weg mit euch. Creepy, weg. Weg mit euch allen hier, ey. So, hier, bitte. Hier, nimm ein paar Pfeile, danke.
Na, wir gehen jetzt erstmal hier runter. Hier ist ein Creepy, okay. Sonst ist hier aber noch nicht allzu viel. Ein Schneeballtyp. Ist hier unten eine Kiste? Nee, natürlich nicht. Mann, Minecraft Dungeons, was soll das? Wieso ist hier unten denn keine Kiste? Ich verstehe es nicht. I don't know it. Ich verstehe es einfach nicht. Hier ist wahrscheinlich auch nichts, ne? Nee, richtig. Super. Super duper. Naja, egal. Muss ja auch nicht immer überall was sein, aber eigentlich schon. Das ist da eine Kiste. Und schon wieder hier eine Überraschung von dem Eisblock. Aber der geht jetzt auch weg. So. TNT nehme ich mal mit. Die Pfeile auch. Das Geld kann man auch gut gebrauchen, finde ich. Und haben wir hier hinten noch irgendwen? Ja, auf jeden Fall haben wir da hinten noch irgendwen. Oh, sorry. Wollte ich nicht. Bang. Bang. Oh Gott. Aua. Hier, weg. Weg mit dir. Peng, 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 pengi. Pengi, pungi. Super. So, das könnte, glaube ich, jetzt auch der Ausgang sein, oder? Ah, nee, vielleicht doch nicht. Aber es sieht schon eher aus wie ein Endkampf hier. Dass ich langsam zum Ende komme. Was völlig in Ordnung ist, ja. Das Level ist wunderschön. Und hier geht's aber wild zu, ey. So, dann machen wir einmal einen Blitz rein. Dann können wir mal ein bisschen mit den Pfeilen hier angeben. Und nochmal Blitz. Ja, so muss ich mich überhaupt nicht mehr anstrengen. Oh, Schnelligkeitstrank ist cool. Bringt ihr uns nur leider nicht allzu viel. Weg, weg mit euch allen. Ja, 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 ja. Ihr könnt mich so oft angreifen, wie ihr wollt. Ihr kriegt mich nicht down. Ihr kriegt mich nicht down. Oh, hier haben wir. Da können wir bestimmt gleich rüber. Ja, können wir auch. Machen wir gleich. Oh Gott, hat kurz gelaggt. Hat kurz gelaggt. Ah, hier haben wir einen kleinen Aussichtsturm. Okay. Darunter können wir nicht. Gut, dann springen wir jetzt mal eben hier rüber. Tada, geschafft. Oh, was haben wir denn hier denn für eine Veranstaltung jetzt? Das ist ja krassi. Krassi, krassi. Ping, ping, ping. Ja, 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 kommt. Hier. Ich meine, ihr macht eh kaum Schaden. Deswegen ist das noch in Ordnung. Vor allem, ihr nervt auch gar nicht, ey. Oh mein Gott, ey. Weg mit euch, danke. Oh, ein Iglo. Cool. Iglo ist cool. Und ein Schneemann. Sehr schön. Haben wir hinten auch noch was? Nee. Okay. Dann können wir uns jetzt um die Gegner hier kümmern. Ja. Bleib bitte weg von mir, danke. Du auch. Okay, dann explodier halt. Ach, dieser Magier, ne? Der nervt mich eh in jedem. In jedem Dungeon nervt er mich. Oh, da haben wir nochmal einen Frostbogen. Schneebogen. Aber der bringt uns nicht allzu viel, denn wir haben nämlich anscheinend schon einen besseren. Ah, hier haben wir noch einen. Weg mit dir. Bitte auch weg, danke. So, wie sieht's aus? Okay. Sieht eigentlich ganz gut aus. Fisch. Achso, hier sind wir. Sind also noch nicht allzu weit nach vorne gedrungen. So, mach einfach hier. Mach dein Ding. Das ist alles gut, so wie es ist. Gerade. Sehr schön. Oh Gott. Fehler, Fehler. Oh Gott, ich muss da raus. Danke. Ich weiß nämlich nicht, wie sehr das TNT wehtut, wenn ich es schmeiße. Da haben wir noch einen. Und noch irgendwo zwei Magier. Da haben wir einen. Wo der andere ist, weiß ich nicht. Ist nicht schlimm. Komm, wir gehen weiter. Weg mit euch. Ihr kleinen Dinger. Ihr kleinen Dinger, Dinger, Dingussis. Oh Gott, da haben wir wieder einen Kurzbogen. Sehr schön. Sehr schön. Also eigentlich haben wir fast alles. Also ich würde mir 99% geben auf jeden Fall. Da ich weiß, dass wir ein, dass glaube ich zwei schwarze Felder noch da waren.
Aber das ist schon sehr, sehr lange her. Sehr, sehr lange. Weg mit euch, bitte. Da haben wir eine Kiste, super. Die bringt uns leider nicht allzu viel. Aber ist nicht schlimm. Oh, der hat sich gebückt und jetzt ist er weg. Mann, so schnell geht das im Leben. Wieso ist da ein Todesschild? Ist hier irgendwas Gefährliches oder was? Passt es nicht. Ist hier irgendwas... Hier kann doch nichts gefährlich sein, jetzt mal ehrlich, oder? Oh Gott, geh weg. Geh weg mit dem Ding. Danke. Danke. Oh, 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 ich muss laufen. Weg. Oh, dachte ich hätte euch so getroffen. Habe ich leider nicht. So, nochmal ein bisschen Essi, Essi. Oh, das ist cool hier, so eine kleine Schlittschuhlaufbahn. Das gefällt mir sehr, wirklich. Das ist echt cool. Uhu. Sehr nice. Lass die Zugbrücke runter. Stand das da? Ich glaube, sowas ähnliches. Ich glaube schon. Oh, hier geht's aber los, ey. Oh, Illusionist. Wo ist denn der? Da hinten? Ja, das ist er. Okay. Oh Gott, das ist der Typ wieder, ne? Na, du auch nicht? Du? Ja, du bist es. Ich wusste es. Innerlich. Innerlich wusste ich es. Hallo, hier. Blitz. Dankeschön. Illusionist ist weg. Weg, weg, weg. Die Spitzhacke, die nehmen wir mal mit. Die können wir dann später verkaufen. Ja. Hier oben haben wir auch noch einen. Lassen wir natürlich auch hier überqueren die Zugbrücke. Ne, weiter komme ich da nicht. Okay. Cool, Leute. Ist echt ein cooler Dungeon. Ich bin gespannt, ob sich jetzt die Items in den Shops ändern. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall ein cooler Sieg. Scheint von der verlassenen Festung auszugehen. Das kann nur bedeuten, dort muss der Splitter liegen. Okay, da muss irgendwo ein Spielball liegen. Okay, okay. Ich merke mir das. Ich merke mir das. Ah, okay, Geschosstreffer, besiegte Kreaturen, okay. Wow, da stand gar nicht, dass ich alles geschafft habe. Egal. So, was bekommen wir Schönes? Ein Eisstab. Der Eisstab war jahrhundertelang in einem Eisgrab gefangen, das von denen, die seine Macht fürchteten, versiegelt wurde. Mal gucken, was das macht. B. Oh, das ist ja cool. Das ist echt cool. Und jetzt neue Items. Oh, tatsächlich. Gegenstandskraft 75 bis 89. Ist das gut? Ich glaube schon. Wir gehen mal gucken. Okay, ein Windhorn. Ist ja fast schon hier wie Lootboxen oder so. Ähnliches Zeugs. Oh, der Eisstrahl. Der gefällt mir sehr. Nee, Claymore ist nichts für mich. Sorry, Luxus-Dingsy. Was haben wir hier? Ein Bogen auf 77. Mein Bogen ist auf 86, der ist besser. Den würde ich dann erstmal beibehalten wollen. Und die verbessern sich dann. Das finde ich ja cool. Gut, da haben wir nichts. Okay, Leute. Dann war es das mit Minecraft Dungeons für heute. Im nächsten Part werden wir die verschollene Siedlung machen. Sieht auch sehr interessant aus. Boah, ich bin echt gespannt, Leute. Ich bin echt ein bisschen gehypt auf das Spiel. Vor allem der Eisstab ist ja immer mega cool. Sehr cool. Ja, okay. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.